Wollen alle Menschen gesund werden? Hallo ihr Lieben, freut mich, dass wir wieder gemeinsam ein Video machen. Heute zu einem Thema, das mir immer wieder auch Patienten und im Forum per E-Mail mich gefragt wird. Du, hast du das Gefühl, dass eigentlich ja jeder gesund werden will? Vorweg, nein. Es geht nicht, oder Krankheit ist etwas, was häufig sehr missverstanden wird. Viele von euch, vor allem die Jungen, glauben, Krankheit ist etwas, was jeden Menschen irgendwann im Leben seines Lebens Krankheit ist etwas, was jeden irgendwann im Laufe seines Lebens erfährt oder was ihn sozusagen einholt. Krankheit ist selbstgemacht. Es gibt keine Erkrankung, die über Kulturen hinweg, über Generationen hinweg immer wieder auftreten würde. Was heißt das? Wenn man sich erwartet, dass zum Beispiel das Herz immer nach so und so vielen Schlägen irgendwann Probleme macht, dann müsste man ja diese Erkrankung des Herzens, egal auf welchem Kontinent, egal in welcher Kultur, regelmäßig finden, weil die Menschen unterscheiden sich ja nicht so sehr. Aber was man viel häufiger findet, sind gewisse Erkrankungen in gewissen Regionen. Das heißt zum Beispiel die Inuits, die kennen kein Problem mit Cholesterin, die kennen kein Problem mit Bluthochdruck, die kennen kein. In Europa findet man dann wieder Wohlstandssyndromerkrankungen. Oder man findet Erkrankungen nur in gewissen Zeitepochen. Die Hysterie der Frau, das war ja im 19. Jahrhundert eine Erkrankung, die die Mediziner fand. Das heißt, Erkrankungen sind nicht das, was man uns verkauft, sondern Erkrankungen sind meistens selber gemacht. Und dass nicht alle gesund werden wollen, da gebe ich euch ein ganz einfaches Beispiel. Ich war auf der Kieferchirurgie und immer wieder sah ich Patienten, die wurden also operiert, weil sie einen bösartigen Tumor hatten irgendwo. Und sogar nach der Operation rauchten dann viele und man stellte sich die Frage, na, hörst, Alter, jetzt hast eh schon die Folgen von dem Nikotinkonsum, von dem übermäßigen Nikotinkonsum und deiner Stresspersönlichkeit. Und jetzt änderst du dich noch immer nicht. Willst du eigentlich nicht? Ja, viele Menschen wollen nicht gesund werden, aber nicht, weil sie sich bewusst sagen, du, so, und jetzt wäre ich nicht gesund. So funktioniert das nicht, sondern für viele Menschen ist die Erkrankung der letzte Hilferuf, um in der Gesellschaft Anerkennung, Zuneigung zu bekommen. Wie ist das gemeint? Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Da gibt es die Extrovertierten, die rausgehen und die sich auch ihre Streicheleinheiten und Liebe holen. Und dann gibt es die Introvertierten, die ein bisschen ruhiger sind, stiller sind, die sich ihre Streicheleinheiten nicht so einfach holen können. Und solche Persönlichkeiten machen dann häufig oder nützen dann Erkrankung häufig unbewusst, dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Sei es vom Partner, sei es von der Familie, sei es. Und alles, was dann diese Menschen, wo man dann an der Erkrankung rüttelt, die sind dann damit höchst unzufrieden, weil sie viel lieber darüber reden und, als das zu lösen. Ich muss immer wieder lächeln, ganz am Anfang, wie ich jung war. Ich habe ja in der Ordination so ein Konzept etabliert, dass der Patient kommt, er sieht einmal ein Video, wieso er also seine Füllungen hauptsächlich hier auf der Seite hat, nie da vorne. Danach kriegt er einen schriftlichen Therapieplan mit YouTube-Videos, Kosten und. Und wenn er sich dann entschieden hat oder wenn er noch Fragen hat, geht man das ein paar Mal miteinander durch und dann beginnt die Therapie. Und wenn das Zahnleid beendet ist, danke Wiederschauen, höchstens Nachsorgeuntersuchungen. Und dieses Konzept stieß vor allem, wie ich noch jung war, bei vielen auf, da waren viele überrumpelt. Auch heute noch passiert es immer wieder, dass vor allem ältere Damen aus dem 19. kommen, ja, und dann über ihre Erkrankung reden wollen und gar nicht so interessiert sind an Lösungen. Und ich versuche aber weiterhin diesen Kurs zu fahren oder wir fahren diesen Kurs sehr, sehr effizient, dass wir sagen, du, ich bin Pappenschlosser. Ich bin dafür da, das Zahnleid zu beenden. Ja, wir sind eingebettet in einem verrückten Wirtschaftssystem, aber der Hauptfokus liegt weiterhin Beenden des Zahnleids und nicht Gesprächstherapie, nicht Zählestreicheleien, nicht. Dass mir bewusst sein muss, dass es diesen, man nennt das in der Medizin, den sekundären Krankheitsgewinn gibt, das ist ganz wichtig, denn häufig wird aus diesem sekundären Krankheitsgewinn dann wiederum Geld gemacht. Ich gebe euch ein Beispiel, vor allem junge Damen, die sehr hübsch sind, die haben häufig einen sehr hohen Erfolgsdruck. Man erwartet sich von ihnen, das müssen ja Prinzessinnen sein und. Das führt dazu, dass diese Damen häufig in der Nacht pressen und knirschen und einen Gesichtsschmerz entwickeln. Solche Damen sind ein gefundenes Fressen für Zahnärzte, weil denen kann man Schienentherapien einreden, denen kann man Kraniomandibulare
mandibuläre Dysfunktionstherapien einreden und. Und die reagieren sogar verhalten, wenn man, weil viele von denen haben schon viele, viele Ärzte durch, viel Geld ausgegeben. Und wenn man denen dann sagt, du, eigentlich, du presst in der Nacht unbewusst, knirscht, weil du so einen hohen Erfolgsdruck hast, ich kann dir nicht helfen. Die sind dann manchmal richtig sauer, weil sie sich eben diese Anerkennung und Zuneigung, die sie auch so von außen erfahren, weil natürlich viele Männer springen dann auf solche Weiberln auf und schauen sie an, das erwarten sie sich aus Seiten des Arztes. Und wenn der das dann sehr kühl, logisch runterbricht, reagieren manche verhalten. Trotzdem muss der Arzt, weil der ist ja Profi, sollte bei der Erkenntnis bleiben und aus Krankheit kein Geschäft machen. Und ihr seht, da gibt es also viele, viele Interessen, die dann so eine Therapie verwischen können. Aber man kann ganz einfach sagen, nein, nicht jeder will gesund werden. Viele erwarten sich von der Erkrankung was anderes, unbewusst. Und wie kann man das wieder lösen? Ganz einfach, indem wir uns vernetzen, indem wir mit Liebe aufeinander zugehen und offen über die Dinge reden und jedem die Zeit lassen, das selber zu erkennen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich wie immer über Kommentare. Lasst auch ein Abo da, weil so kann ich noch mehr solcher Videos machen. So kann ich euch noch besser aufklären. Und wenn ihr Fragen habt, jederzeit im Zahnforum oder auch hier unterhalb des Videos. In diesem Sinne, alles Liebe!